Ethical Banking wissen wofür. Wir geben Ihrer Geldanlage ein Gesicht. Das Gesicht ist heute der Daniel Fitscher von der Weinkellerei Fitscher. Hallo Daniel. Hallo. Danke, dass wir dürfen heute bei Enkito zu Besuch sein. Wir sehen heute ein Finanzierungsbeispiel der Linie Erneuerbare Energien. Daniel, erzähl uns eingangs ein bisschen etwas über die Weinkellerei Fitscher. Wir sind ein kleines Familienweingut aus Montan, was schon seit 1869 Wein produziert. Mein Opa sagt zwar, Wein wird schon seit viel, viel länger produziert, aber die ersten Dokumente sind 1869 gefunden worden, deswegen glauben wir es halt auch. Wir sind ein Familienbetrieb, also eine fünfköpfige Familie, wo der Klaus, mein Vater, für die Produktion zuständig ist, also der Kellermeister, und meine Mutter, die Inhaberin ist und für die Büroleitung und Verwaltung zuständig ist. Wir sind ein Weingut, was die Weinberge im ganzen Unterland verteilt hat. Wir haben sie in Auer, in Neumacht, in Cortaccio und vor allem nur in Montan. Montan ist italienweit eigentlich gemeinsam mit Manzoni die beste Blauburgunderlage oder zählt zu den geeignetsten Blauburgunderlagen Italiens. Deswegen haben wir uns vor allem auch einen Namen durch Designweine gemacht, wie zum Beispiel hier mit unserem Blauburgunder Reserva Matan, was eigentlich unser Zugpferd ist. Wir haben eigentlich unsere Kellerei schon seit allem im Dorfzentrum von Montan gehabt. Und vor 3 Jahren haben wir nach 5-, 6-, 7-jähriger Planung endlich die Möglichkeit gehabt, hierher zu ziehen, wo wir eine neue Kellerei gebaut haben. Wir sind praktisch innerhalb von geschlossenen Hof ausgesiedelt und haben da inmitten von unserem Fuchsleitenweinberg die neue Kellerei erstellt. Was logisch arbeitstechnisch ein sehr, sehr großer Vorteil ist und sonst viele Vorteile mit sich gebracht hat. Ein Vorteil ist zum Beispiel auch der klimatische oder der Energieeffekt, weil wir als erste Kellerei Italiens das Klimahaus Wein-Siegel erhalten haben, was einfach 42 Kriterien beinhalten, was die Nachhaltigkeit betrifft. In Kurzfassung ist es einfach das nachhaltige Denken und Handeln von der Familie und das ist der erste Beweis gewesen für Italien und das war neben dem klimatischen Effekt eine mega, mega Werbung für uns. Und dieser Thema ist Ethical Banking Finanzierung mitgebracht. Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist unser Blauburgunder Matan Reserva unser Zugpferd. Die Trauben von den Blauburgunder kommen als die wertvollsten Blauburgunder Weinberge, die wir hier in Montan haben. Bei der Einkellerung werden die Trauben oder Druck pro Hektar sehr, sehr gering ist, ganz fein und schonend gepresst. Danach kommen sie für die Gärung ins Stollfass, das ungefähr 2 Wochen dauert, bei kontrollierter Temperatur. Und danach werden sie da gepumpt in so einen Barrique-Keller, in so einen Holzfasskeller, wo sie zwischen 12 und 16 Monate in kleinen und großen Eichenfass lagern. Dann werden sie wird der Wein für die Abfüllung vorbereitet, kommt noch für einige Zeit während der Schönung und so weiter ins Stollfass, bevor er abgefüllt wird. Und danach bleibt er noch für ca. 6 Monate in der Flasche, weil er sich ein bisschen ausruhen muss, bevor er erst für Verkauf freigeben wird. Mittlerweile ist der Klaus Fitscher zu uns dazugestoßen, der Inhaber von Weingut Fitscher hier in Montan. Klaus, ihr seid ja die erste Weinkellerei Italiens gewesen, vor ein paar Jahren, die das Gütesiegel Klimahaus Wein erhalten haben. Kannst du uns kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und was da die Voraussetzungen waren oder was das mit sich bringt für eine Weinkellerei? Ja, wir sind früher 2011 im Bau gewesen. Wir sind schon im Bau gewesen und dann hat die Klimahausagentur das Protokoll ausgegeben, weil die ganzen Kriterien sein für die ganzen Klimahaus-Weingeschichte. Nicht? Und dann haben wir das so durchrecherchiert und durchgeschaut. Dann haben wir gesehen, dass das eigentlich eine Sache ist, die wir auch schon zum Teil schon geplant haben und zum Teil haben wir noch die Kriterien auch angewendet. Gell? Und die Kriterien sind verschiedenster Natur. Die gehen von Recycling los, die gehen von Karton und Papier aus zertifizierten Wäldern. Da ist absolute Wassersammeln, du hast ein ganz gutes Wassersammeln. Das Wasser als für meine Dachterrasse verwenden, für die Reben auf dem Dach. Oder ich tue das Wasser auch zum Boden putzen, Keller wischen, nutzen. Zum Beispiel ist noch ziemlich viel Stromverbrauch, Wasserverbrauch, weil die Fasern muss ja mit Lebensmittelwasser putzen. Das sind so die Grundkriterien. Und natürlich Hauptkriterien ist die Kühlung.
Und mit der Kühlung ist natürlich das Thema vom Strom. Und am Ende sind wir einfach auf den Photovoltaik gekommen, was eigentlich für uns eigentlich noch, jetzt auch noch ein besseres Stück ist. Und Sam kommt ja Ethical Banking dann ins Spiel, richtig? Genau, wir haben nach wenn wir Richtung Photovoltaik gegangen sind, haben wir das Ethical Banking erfahren. Also ich glaube in der Wirtschaftskurier irgendwie gelesen. Und dann haben wir uns so informiert. Und dann haben wir es eigentlich über der Finanzierung gemacht. Und das ist ein ganzes Bergschichtel, weil wir haben ca. 120 Quadratmeter Photovoltaik haben. Ich habe halt gemerkt, ich könnte noch ein paar Kleinigkeiten verbessern und das werde ich in den nächsten Jahren in Angriff nehmen. Perfekt, dann sage ich von Gelsgott, danke, dass wir haben gedacht, Besuch sein, da bei Enk auf dem tollen Weingut und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke.